Was die wenige Wochen alte Hündin Tonto bereits erleben musste, ist wirklich absolut tragisch. Ereignet hat sich ihr trauriges Schicksal in der Nähe von Bangkok in Thailand. Ihr ehemaliger Besitzer war wohl mit dem Wurf seiner Hündin überfordert und entschloss sich dann dazu, die jungen Welpen einfach irgendwo auszusetzen. Leider Gottes konnten ihre Geschwister aber nie gefunden werden. Die kleine Tonto lag völlig dehydriert mitten auf der Straße. Dort wird sie sich mit ihrer letzten Kraft irgendwie hingeschleppt haben. Viele Leute sahen den kleinen Hund und gingen trotzdem einfach an ihm vorbei. Man muss dazu sagen, dass Straßenhunde zur traurigen Realität in Thailand gehören. Allerdings entschloss sich dann ein Passant dazu, bei der jungen Hündin stehen zu bleiben. Er erkundigte sich im Internet und rief dann bei der örtlichen Tierrettungsorganisation an. Die Tierretter machten sich nach dem Anruf zügig auf den Weg zum kleinen Welpen. Auch die Tierretter waren von ihrem Anblick extrem erschüttert. Sie legten Tonto in eine Decke und fuhren dann weiter zur Auffangstation. Es stellte sich dann heraus, dass die kleine Flöhe hatte und zudem eine Lungenentzündung. Als erstes bekam sie jedoch zwei Infusionen, um ihr wieder etwas Flüssigkeit zu geben. In den nächsten Tagen bekam sie zudem ein Antibiotika und dann ein Shampoo gegen die Flöhe. Innerhalb der nächsten Wochen ging es der kleinen Hündin immer besser. Mittlerweile hat Tonto eine Familie gefunden, die sie adoptiert hat. Wenn du täglich mehr wundervolle Tierrettungsgeschichten sehen möchtest, dann abonniere doch gerne kostenlos unseren Kanal.